Liebe Zuschauer, ausschlaggebend ist und bleibt mit Sicherheit auch weiterhin in diesem Jahr der Energiepreis oder besser gesagt die Energiepreise. Und das wiederum wirkt sich natürlich auch auf die Aktienmärkte aus. Und da wollen wir uns in den nächsten Minuten ein bisschen mehr reinfuchsen und uns auch wichtige Marken anschauen und vor allen Dingen auch den ein oder anderen Vergleich anstellen. Da wird sicher einiges Überraschendes dabei sein. Ich habe mir im Vorfeld die Bilder schon mal angeschaut und ich bin gespannt auf die Erklärung und auf die Marken, die wir im Blick haben sollten. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Robert Redfeld von Wellenreiter Invest heute wieder mein Gast ist. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie hatten uns spannende Grafiken mitgebracht und gleich die erste, wir hatten im Vorfeld uns schon kurz unterhalten, birgt einiges an Potenzial, an Erklärungsbedarf. Ich würde sagen, wir schauen uns mal diese große Grafik direkt an. Sie haben hier einen Vergleich aufgestellt, wie die einzelnen Länder mit den ETFs performt haben seit Jahresbeginn. Das Jahr ist noch jung, wir haben gerade erst den Februar, aber trotzdem machen sich hier schon ganz deutliche Abschweifungen bemerkbar. Woran liegt das, dass beispielsweise Nigeria, Argentinien und Irland die Nase vorn haben und dann haben wir Pakistan und Indien zweistellig im negativen Bereich? Ja, es sieht nach einem bunt gemixten Bild aus. Man muss ein bisschen einordnen. Also einmal in Nigeria ist es so, Afrika hat in den letzten, wenn man das etwas verallgemeinert, Afrika hat nicht so performt in den vergangenen Jahren und das ist so eine Art Bounce-Rebound-Effekt. Am Ölpreis liegt sicherlich nicht, warum Nigeria führt, aber es geht mehr Investment quasi in offenbar in dieses Land. Argentinien ist der alte Favorit, insbesondere also aus dem vergangenen Jahr, als Südamerika sehr stark performt hat. Argentinien ist da quasi noch übrig geblieben mit dem Weltmeisterbonus sozusagen. Die Leute sind auch alle wieder etwas optimistischer, sind stolzer. Das lässt sich schon dadurch ganz gut erklären. Deutschland auf Platz 5, lange nicht mehr gesehen, sehr, sehr gute Performance. In die Zyklika wird gegangen in Europa. Wir erinnern uns ja, dass Europa letztes Jahr verkauft wurde von den internationalen Fonds und da wurde jetzt halt auch massiv und deutlich zurückverkauft. Es ist eine internationale Bewegung hin nach Europa, auch weil die Energiepreise in Europa ja auch wieder fallen. Dann haben wir weitere europäische Nationen hier auf dieser Seite. Am besten ist es, wir schauen uns einfach mal den unteren Teil der Tabelle etwas an, beginnend mit Malaysia, Russland, Brasilien, Saudi-Arabien. Mhm. Das sind alles ölexportierende oder gasexportierende Staaten. Wir wissen, dass der Gaspreis deutlich gesunken ist, ich hatte es schon erwähnt. Auch Öl performt im Moment nicht, sodass die Staatseinnahmen oder auch die erwarteten Einnahmen der dort operierenden Unternehmen nach unten fallen. Selbst Norwegen, natürlich ein als Öl- und Gas exportierender Staat, hat offenbar nicht mehr ganz diese Performance. Die Türkei war im vergangenen Jahr der absolute Favorit, war auch der Gewinner der Gesamtliste und ist in diesem Jahr dann aufgrund von Gewinnmitnahmen der Verlierer. Ägypten und Pakistan werden weiter abgehängt. Pakistan hat spezielle Probleme durch die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr plus zusätzlich Stromausfälle, viel zu hohe Gaspreise im Weltmarktniveau. Europa hat Pakistan da auch ein bisschen was weggekauft. Deswegen die Performance hier mager. Also insgesamt eine Stärkung des zyklischen europäischen Lagers plus eine Schwächung der Erdöl- und Erdgasexportierenden Nationen. Das spiegelt die Tabelle von 23. Sie sprachen jetzt bei der Türkei von Gewinnmitnahmen, weil das der ganz klare Favorit war. Wie viel hat man denn da gut machen können, wenn Sie sagten, die Türkei stand definitiv an der Spitze? Die Türkei hat im Jahr 2022, da hat sich der entsprechende ETF auch in Dollar gerechnet, glatt verdoppelt. Oh, okay. Also das war eine 100% Zuwachs. Was hat es mit Indien auf sich? Ein Minus von 4,8%, auffällig. Ja, Indien fällt, weil wir das Problem mit der Adani-Gruppe haben, beziehungsweise da gibt es eben diese Geschichte, dass Hindenburg Research, ein amerikanischer Hedgefonds, ein Research-Papier herausgebracht hat, was quasi die Adani-Gruppe vorwirft, viel zu viel Kredite aufzunehmen, Verschuldung viel zu sehr nach oben zu fahren. Die Bücher seien nicht so ganz in Ordnung. Das ist mittlerweile ein internationales Thema auch. Adani ist ein großes Konglomerat, der auch mit Modi, mit dem indischen Ministerpräsidenten, quasi groß geworden ist, im Geleitschutz von Modi sozusagen. Und jetzt droht dieses Kartenhaus, wenn man es so nennen kann, zusammenzufallen. Die Aktienkurse dieser Gruppe sind schon deutlich nach unten korrigiert worden. Und das Drama scheint sich jetzt auch noch fortzusetzen.
Da die Gaspreise natürlich mit ausschlaggebend sind, waren sie im letzten Jahr, werden sie in diesem auch sein. Allerdings ja ein bisschen reverse sozusagen, denn die Gaspreise fallen ja, Sie hatten es schon angesprochen, und Sie haben uns noch einige Grafiken diesbezüglich mitgebracht. Wir haben hier jetzt mal die Gaspreis, die Erdgaspreisentwicklung in der Relation von Europa und den USA, die wir hier sehen, mit deutlichen Ausschlägen, was natürlich die Gaspreise in diesem Bereich angehen, also den europäischen Gaspreis und ja, fast schon die EKG-Patient-Totnummer, wenn man sich das in den USA anschaut. Wie kann das sein, dass das so auseinandergeht, diese Spanne so groß wird? Ja, also ich wollte mal, wir wollten wirklich diesen Gaspreis mal in genau der gleichen Einheit auf dem gleichen Chart zeigen, um zu zeigen, wie viel günstiger Erdgas immer noch in den USA ist und immer noch günstiger wird. Also wenn man das umrechnet, liegen die Amerikaner bei mittlerweile 0,8 Cent pro Kilowattstunde, also noch nicht mal 1 Cent pro Kilowattstunde, während wir, wenn man es umrechnet, bei 5 bis 6 Cent im Einkauf liegen. Also die Ratio europäischer Gaspreis zum US-Gaspreis ist im Moment bei 7,6. Liegt nicht nur, obwohl bei uns der Gaspreis ja auch deutlich fällt, aber er ist immer noch extrem hoch. Und das sind ja unter anderem auch diese Punkte, die Intel im Moment so ein bisschen stören in Magdeburg, an diesem Investment dort oder auch andere, dass man sagt, der deutsche Markt ist immer noch viel zu teuer, was die Energiepreise angeht. Wir werden das US-Niveau nicht erreichen, aber wir werden so in den Bereich von vielleicht hier 20 oder in den Bereich so von 2 bis 3 Kilowattstunden, also dort ungefähr, da könnten wir uns vorstellen, dass wir da hineinrutschen und dann wäre das auch wieder wettbewerbsfähig. Interessant ist allerdings wirklich, seit Jahresbeginn fallen alle Energiepreise, Öl, Gas, Kohle, und zwar deutlich und dramatisch und weltweit. Ja. Dieser Unterschied, noch mal ganz kurz zum Verständnis, Herr Redfeld, dieser Unterschied liegt jetzt wirklich allein darin begründet, dass die USA so unabhängig sind, was Gas und Öl und dergleichen angeht, dass wir diese Abhängigkeit mit den Preisveränderungen, Preissteigerungen tatsächlich zahlen müssen, weil wir nicht unabhängig sind? Ist das der alleinige Grund? Ja, also es gibt natürlich in den USA, man muss zwei Tendenzen sehen. In den USA ist der Gaspreis, hat sich also auch halbiert in den letzten Wochen und Monaten. Also hat sich von einem niedrigen Niveau aus nochmal halbiert. Das ist also extrem günstig derzeit in den USA. Und wir sind zwar deutlich, deutlich zurückgekommen, der Preis europäisches Erdgas. Aber auch wenn man das hier nicht sieht, aber der US-Preis ist fast noch schneller gefallen, in den letzten Wochen zumindest, der US-Gaspreis als unser Gaspreis in Relation. Das heißt, wir müssen noch deutlich runterkommen. Die USA haben genügend, sie produzieren auch sehr, sehr viel Gas in Texas. Das Gas sieht da noch nicht so aus, als ob es einen Peak ausprägt. Das flutet den Markt. Hinzu kommt, dass in den USA auch wie bei uns auch natürlich Wärmepumpen jetzt auch so langsam aufkommen. Es wird elektrifiziert. Gas bleibt so ein bisschen übrig. Und dann hat man natürlich noch den alles entscheidenden Punkt, dass die Wetterbedingungen sowohl in Amerika als auch bei uns in Europa einen relativ moderaten Winter hatten bisher. Ja, und das wird auch wahrscheinlich so bleiben, weil wir wintertechnisch fast durch sind. Der Wettereinfluss auf den Gaspreis darf überhaupt nicht unterschätzt werden, ist maximal. Also insofern, ja, die Preise kommen runter, aber Amerika hat immer noch einen riesen Vorteil durch dieses riesen Gasreservoir, was dort zur Verfügung steht. Auf den milden Winter, und ich bitte Sie, das nicht zu beschreien, kommen wir später nochmal zurück. Da haben wir ja auch einige Szenarien, die wir durchspielen können. Lassen Sie uns erst nochmal das Ganze etwas mehr einordnen. Sie haben uns nämlich noch eine Grafik mitgebracht, die ich recht spannend finde. Es ist eine Einordnung, was tatsächlich die Energielieferanten angeht. Heizöl, WTI-Öl, Benzin und Erdgas. Ganz deutlich ist natürlich, was Sie gerade schon angesprochen hatten, wie drastisch der Preis vom US-Erdgas gefallen ist. Weshalb hebt sich das oder setzt sich das tatsächlich so ab von den restlichen Energiequellen? Und die Grafik hatte ich vorhin quasi schon auch mit erklärt. US-Erdgas extrem billig, der Winter in den USA nicht so stark, mehr als genügend
Produktion, teilweise Produktionsüberschuss. Aber auch wir sehen, und das ist wichtig, dass der Ölpreis eben hier auch nicht steigt, sondern sollte es fast saisonal fast tun. Der Ölpreis sollte, wir sind jetzt an einem Punkt, Mitte Februar, wo in Amerika bald auch die Feiertage wieder beginnen, die sogenannte Driving Season, Ostern bei uns. Man fährt wieder mehr Auto, die Verbräuche gehen nach oben. Normalerweise stellt sich der Markt da im Vorfeld drauf ein, aber genau das passiert momentan noch nicht. Also das ist interessant, das würde also auch bedeuten, dass quasi die Konjunkturschwäche, die impliziert wird durch diese fallenden Energiepreise, eben doch größer ist, als es dann manche erwarten, sonst würden die Preise hier nicht so stark fallen. Zudem hat man den Rebound in China wahrscheinlich noch unterschätzt, beziehungsweise man spürt ihn noch nicht so. China wird dieses Jahr, ist eine große Wette dieses Jahr, aber dazu gehört eben auch eigentlich wieder ein ansteigender Rohölpreis. Und solange der Rohölpreis nicht ansteigt, ist die Wette auf China möglicherweise dann auch noch ein bisschen verfrüht. Dann müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Wir schauen uns ein weiteres Chartbild an. Auffällig beim nächsten Chartbild sind die Verläufe der Erdgaspreisentwicklung in Rotterdam und in Ostasien. Weshalb sind das solche Ausreißer im Vergleich zu den restlichen? Ja, hier haben wir alle, also quasi sämtliche Energiepreise, fossile Energiepreise, die wir bewerten, haben wir einfach mal in Cent pro Kilowattstunde umgerechnet, um zu vergleichen. Das kann man machen. Deswegen wird der Erdölpreis hier nicht mit 79 Dollar sozusagen angegeben, sondern im Hauptvergleich mit 4,5 Cent pro Kilowattstunde. Wichtig ist hier immer die Erkenntnis, der Ölpreis ist immer der fossile im fossilen Vergleich der teuerste Preis gewesen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hier 21. So, das hat sich dann geändert im Jahr 21 aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Und jetzt sieht man aber, dass quasi die alte Ordnung schon wiederhergestellt werden sollte, dürfte. Das ist ein ganz wichtiger Chart langfristig. Wir sehen, ich bin persönlich bin auch davon überzeugt, dass wir hier europäisches Erdgas als auch asiatisches Erdgas vom Preis her wieder unter den Ölpreis absinken werden. Dazu wäre dann erforderlich, dass der Preis in dem Bereich von 5,8 in dem Bereich von 4,5 bis 5 Cent sinkt. Das ist kein weiter Weg mehr. Und dann ist diese alte Ordnung wieder hergestellt und die würde uns dann auch ermöglichen, tatsächlich auch wieder konkurrenzfähig zu sein in Europa mit den USA und mit anderen Regionen der Welt, was ein positiver Ausblick wäre für Europa. Den positiven Ausbruch oder den positiven Blick, gerade was den Winter angeht, den hatten Sie eben schon angesprochen. Wir haben hier eine Variante von dem, was möglich ist. Ja, wir hatten momentan einen milden Winter. Man darf es nicht beschreien. Gut, vielleicht kann man sich auch mal Schnee wünschen, da gehöre ich auch dazu. Nichtsdestotrotz gibt es diese drei Möglichkeiten. Ein milder Winter, ein durchwachsener Winter und ein knackig kalter Winter. Mhm. Wie würde sich das tatsächlich jetzt auf die, natürlich wird mehr Erdgas dann benötigt, um zu heizen, aber wie würde sich das auch auf die Preisentwicklung auswirken? Das Interessante ist, wir sind durch den Winter jetzt ja auch schon halb durch oder mehr als halb durch, wenn man den meteorologischen Winter nimmt, der ja vom 1. Dezember bis Ende Februar geht. Da sind wir quasi, haben wir den letzten Monat jetzt begonnen, im März, um das vielleicht von hinten aufzuziehen. Es ist meist nicht mehr ganz so kalt. Die Perioden mit Temperaturen unter Null im März sind in den letzten Jahren gering gewesen. So, also sind wir quasi im letzten Monat, wo das noch möglich wäre. Da muss man einfach sagen, dass die Speicher immer noch etwas über 77% gefüllt sind. Die Erdgasspeicher würde sich quasi der Februar noch kalt gestalten, einigermaßen kalt gestalten, dann würden wir hier in den Bereich von unter 70% noch absinken, würden uns aber dann über den März und den April hinein sogar langsam wieder erholen, sodass wir am Ende bei ungefähr 67-68% Speicherstand stehen würden. Würde jetzt quasi eine Westwindwetterlage sich fortsetzen bis zum Winterende und wir hätten überhaupt kaum noch Gasverbrauch, dann hätten wir diese Mild-Variante hier mit einem Speicherspann von 75%. Von da kämen wir sehr schnell und sehr gut auch wieder in Richtung volle Speicher für das nächste Jahr. Und diese Eiskalt-Variante, die kann man mittlerweile ausschließen. Das würde also Dunkelflaute noch bedeuten bis Ende März. Und eiskalte Temperaturen, danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Aber selbst wenn das eintreten würde, hätten wir immer noch, also wären die Gasspeicher, wäre der Gasspeicher nicht auf Null. Also abschließend zu sagen, die wahrscheinliche Variante
ist irgendwo hier bei 65-70%. Speicherstand und von da aus dieser Position heraus bin ich sehr optimistisch, aufgrund auch der LNG-Flüsse, dass wir auch für den nächsten Winter 23/24 dann mit 100% Speichervolumen dann in den nächsten Winter gehen, sodass die Gaspreise insgesamt eher weiter fallen sollten. Also niedrige Gaspreise, und es wäre ja schön, wenn das dann natürlich auch ein bisschen langfristiger, dauerhafter wäre. Genau. Das Gegenteil sehen wir momentan an den Aktienmärkten. Wenn man sich, ich habe kurz bevor wir gestartet sind mit unserer Sendung, einen schnellen Blick auf die DAX-Tafel geworfen, 15.300 Punkte. Und das, obwohl heute ein bisschen abgegeben wird, Fakt ist auf jeden Fall, dass die Aktienmärkte sich gerade im Jahr 2023 deutlich erholt hatten. Wir haben hier beim DAX ein Plus von 11,2%. Gibt es jetzt Marken, die zu beachten sind? Ist noch Potenzial nach oben da, oder kann man sagen, das reicht eigentlich schon fürs ganze Jahr? Wir zeigen einfach mal den KDAX, den Kurs-DAX. Das ist der DAX, der quasi vergleichbar ist mit den amerikanischen Indizes, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Warum? Weil es eben ein Kursindex ist. Wir wissen, normalerweise ist der DAX ja ein Performance-Index und da sind Dividenden mit einberechnet. Aber ich will einfach mal diesen Vergleich ziehen, der meiner Meinung nach viel zu wenig angezeigt wird. Da kann man nämlich erkennen, dass wir hier quasi oberhalb der gleitenden Durchschnitte, um das Ganze charttechnisch mal zu betrachten, liegen. 200-Tage-Linie, die rote Linie, schon längst verlassen. Im Prinzip auch die 50-Tage-Linie. Also im Prinzip sind wir in einem glasklaren Aufwärtstrend seit Oktober. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Kurs-DAX tatsächlich bereits zweistellig gewonnen hat, 11%. Sie sagten es gerade auch mit dem Performance-DAX, und dass der Verlust vom Verlaufshoch nur noch 7,9% beträgt. Selbst wenn wir jetzt heute Morgen wieder um die 8% liegen, das ist kein weiter Weg zum Allzeithoch hier. Mhm. Das sollte man wissen. Und der KDAX oder auch der DAX sind, was die Verluste vom Hoch angeht, Top-Performer sozusagen im Vergleich zu auch US-Indizes, weil sie halt relativ wenig verloren haben und der Weg nach oben eben nicht besonders weit ist. Ist damit jetzt der Deckel nach oben durchbrochen? Sie hatten hier die unterschiedlichen gleitenden Durchschnitte schon angesprochen. Ist jetzt eher die Tendenz dazu, dass es weiter nach oben geht? Ja, wir haben eine Aufwärtsbewegung. Die Aufwärtsbewegung wird auch immer noch sehr hinterfragt, sentimenttechnisch. Eine Euphorie sehe ich hier noch nicht, sodass sich der Weg fortsetzen sollte. Wir haben auch hier diese Formation. Das ist also eine nette Tasse-Henkel-Formation. Ich versuche die mal gerade einzuzeichnen. Hier, das ist quasi die Tasse und das ist der kleine Henkel. Und da ist ein Ausbruch erfolgt, sodass, wenn man das Ganze nach oben klappen würde, man hier, Sie sehen es hier in den Bereich des Allzeithochs, hier gelangen würde. Und so betrachten Charttechniker den Markt. Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass einfach das Momentum, das Aufwärtsmomentum jetzt auch angesprungen und es ist dauert, bis ein Hoch sich etabliert. Also selbst wenn jetzt die Märkte sagen, es ist keine Luft mehr da, ja, dann muss man trotzdem konstatieren, dass hier dann, wenn ein Top sich ausbildet, eine gewisse Zeit braucht, bis sich ein solches Hoch ausbilden kann. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir durchaus das Allzeithoch hier sehen können. Sie hatten eben den S&P auch schon angesprochen als relevanten Vergleich für den Kurs-DAX. Auch das schauen wir uns etwas näher an. Wir sehen ein ähnliches Bild. Ich möchte fast sagen, nicht ganz so euphorisch, wie wir das beim Kurs-DAX gesehen hatten. Ja, aber auch hier, wenn man es hier umklappt, würden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht an die Höchststände rankommen. Ja, richtig. Wir würden beim Umklappen ungefähr hier in den Bereich kommen. Bei 4.600. Ja, in den Bereich von 4.6 ungefähr. Tatsächlich hat aber der S&P in diesem Kalender ja nur 7,7% zugelegt und der Verlust vom Verlauf so ist quasi auch etwas höher. Es ist allerdings so, dass tatsächlich diese Marke von 4.200 Punkten hier
dass die durchaus relevant ist. Einmal durch noch einen kleineren gleitenden Durchschnitt hier und durch die Widerstände hier im Bereich aus dem Januar. Das kann man vielleicht hier auch mit der Hand mal kurz einzeichnen, sodass sich hier jetzt zunächst einmal ein Backing and Filling, wie die Amerikaner sagen, ergeben würde, wahrscheinlich vor und zurück etwas, bevor dann aber doch nochmal ein weiterer Anstieg erfolgen sollte. Also auch hier sehe ich das Aufwärtsmomentum noch nicht verloren, sondern intakt. Sie haben uns zu guter Letzt noch ein Chartbild mitgebracht von den Aktienmärkten, das sehr selten oder seltener bei uns besprochen wird. Das ist der Russell 2000. Das sind die kleineren US-Werte, die hier mit einer kleineren Marktkapitalisierung gelistet sind. Hier sieht man einen deutlichen Peak nach oben. Gerade wenn man sich den Januar, oder was heißt den Januar, das Ende des Januars anschaut, was kann man hier herauslesen? Auch hier fehlt noch ein gleitender Durchschnitt zu durchbrechen. Richtig. Das Entscheidende ist doch hier, dass wir hier ein Aufwärtsmomentum sehen. Also zunächst einmal machen die Marktbreite eines Marktes aus. Also wenn die Nebenwerte steigen, dann geht es der Konjunktur auch meist besser in dem betreffenden Land. Und wenn die Erwartungen, also wenn tatsächlich kleinere Werte wieder gekauft werden, dann ist die Erwartung der Marktteilnehmer auch, dass es insgesamt in der großen Breite des Marktes auch wieder aufwärts geht. So. Mhm. Und deswegen zeige ich diesen Chart, diesen Russell 2000, der im Gegensatz zum S&P 500, zu anderen Indizes hier schon ein höheres, im Oktober schon ein höheres Hoch markiert hat. Man kann das mal hier so zeigen. Ein höheres Tief markiert hat. Hier ist das Tief ist höher als dieser Punkt, das Tief ist höher als dieser Punkt. Das ist eine Art Aufwärtstilt, das man durchaus optimistisch betrachten kann und so ein bisschen, nicht, aber natürlich nicht ganz den Verläufen in Asien ähnelt. Wir sind in Hongkong. Hongkong ist seit dem Oktober-Tief 50% schon gestiegen. Also das sind deutlich stärkere Aufwärtsbewegungen. Aber der Russell 2000, der bildet hier so eine Art Boden aus, die uns zuversichtlich macht, dass dieser Boden auch länger trägt. Von welchen dieser angezeigten Performances versprechen Sie sich am meisten? Russell, S&P oder der Kurs DAX? Ja, man muss es in einem Gesamtbild betrachten. Also wir vermuten, dass der deutsche Markt auch weiter ganz gut performen wird. Dass uns die Nebenwerte allerdings als Indikator am meisten Dienste leisten werden. Also wenn der Kurs DAX hier zum Beispiel die Marktbreite nicht mehr generiert, also eher relative Schwäche zeigt, ja, dann oder der Russell 2000 hier relative Schwäche zeigt, dann bedeutet das auch für den S&P 500 eher dann wieder ein negatives Bild. Deswegen darauf achten, dass man das Momentum hier fortsetzt. Und der CADAX würde wahrscheinlich eher als letzter Index dann drehen, nach unseren Informationen. Herr Redfeld, trotzdem alles in allem sehr positive Aussichten, wie ich finde, für diesen Moment. Ich sage ein herzliches Dankeschön für die Ausführung. Bitte sehr. Liebe Zuschauer, fallende Gaspreise und doch noch deutliches Potenzial nach oben an den Aktienmärkten. Das sind Nachrichten, wie ich finde, die man sich durchaus gefallen lassen kann. Das Jahr ist noch jung und wir haben bereits schon einiges an Aufschlägen an den Aktienmärkten gesehen. Und die Marken, die jetzt wichtig sind, die haben Sie gerade erfahren. Und auch hier sage ich an Sie ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein.